Jetzt das fünfte Türchen, oder? Jo. Ja, eine schöne Modellbahn. Aber wie soll auf diesen Schienen denn jemals ein Zug fahren? Bei dieser Frage möchte ich Ihnen gerne behilflich sein. Möchten Sie mir vielleicht vorher mit einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit helfen? Muss mal sehen. Ja. Sie sind also von der Bahn? Ja, genau. Hier wird die Zukunft der Bahn entwickelt. Na, dann habe ich schon ein paar ganz konkrete Wünsche an Sie. Also zuerst mal müssen Sie die Verspätung in den Griff kriegen, vor allem bei Schnee und schlechtem Wetter. Genau das hier wird dieser Prototyp leisten. Die Supraleiterbahn. Hier die Idee. Die alten Schienen, die kommen raus und werden durch diese starken Permanentmagnete ersetzt. Es wurde ja auch mal Zeit. Die Schienen sind heutzutage ja eh alle marode und sollten mal ersetzt werden. Ja, die Sitze kommen raus und werden durch so einen Block Yttrium-Barium-Kupferoxid ersetzt. Man kriegt ja meistens eh nur Stehplätze. Ja, und den kalten Winter simulieren wir durch eine Kühlung mit minus 200 Grad kaltem flüssigen Stickstoff. Der ist so kalt, da sollte ich besser mal Schutzausrüstung anziehen. So, was man jetzt sieht ist, die Bahn schwebt über der Schiene. So, und auch wenn jetzt mit einem Wintersturm ein umgefallener Baum auf den Schienen liegt, der Zug fährt einfach darüber. Und der Verkehr kann reibungslos weitergehen. Und das geht so. Yttrium-Barium-Kupferoxid ist ein Supraleiter. Das heißt, wenn man ihn stark kühlt, dann verliert er jeglichen elektrischen Widerstand. Und wenn ich jetzt diesen Supraleiter über der Bahn einfriere, also mit anderen Worten auf minus 200 Grad abkühle, dann passiert etwas ganz Bemerkenswertes. Der Supraleiter merkt sich quasi seine Position im Magnetfeld. Und das sorgt dafür, dass er den Abstand zu der Schiene immer konstant beibehält und so über der Strecke schweben kann. Ah, ich verstehe. Die Bahn kann also nicht herunterfallen oder entgleisen, weil sich dann das Magnetfeld im Supraleiter ändern würde. Und dagegen wehrt er sich. Und hier bei den Schienen kommen immer die gleichen Magneten hintereinander. Und deshalb ändert sich das Magnetfeld nicht und der Zug kann einfach darüber gleiten und das sogar fast reibungsfrei. Besser hätte ich es auch nicht erklären können. Das klingt ja cool. Bis zum nächsten Winter haben Sie das dann sicher fertig, oder? Naja, also spätestens, wenn der Berliner Flughafen fertig ist. Also vor 9 Jahren. Das ist ja eine Frechheit. Also durch die Zeit reisen kann die Bahn jetzt aber wirklich nicht. Die Umfrageergebnisse bin ich aber gespannt. Dieses Experiment wurde mit flüssigem Stickstoff von Telephysik 24 durchgeführt. Um diesen und weiteren Versuche selbst zu Hause durchführen zu können, bestellen wir jetzt flüssigen Stickstoff bei Telephysik 24. Damit können Sie außerdem Christbaumkugeln, Speiseeis und Supraleiter und vieles mehr selbst zu Hause herstellen. Ideal auch als Geschenk für Ihre Liebsten. Bestellen Sie jetzt auf telephysik24.de. Alle Preise, Spaßvolumen zuzüglich Versandkosten. Telephysik 24 übernimmt keine Haftung für schwere Verletzungen wegen Unterkühlung mit flüssigem Stickstoff.